Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac, in der ich erstmal das Fenster richtig im Vollbild machen muss. Und wir spielen, weil ich es noch nicht gelernt habe, mit irgendeinem Charakter den Greedia Mode. Ich muss noch herausfinden, mit wem. Beziehungsweise, wisst ihr was? Wir machen das Undenkbare, wir spielen eine Folge mit Jacob und Esau. Aber wie immer achten wir darauf, dass der eine zuerst stirbt. Nämlich der hier. Ich habe nämlich echt überhaupt keine Lust auf den Blödsinn. Das muss nämlich nun wirklich nicht sein. Und noch ist der... Nee. Der Patch nicht draußen, wo Jacob und Esau verbessert werden sollen. Also müssen wir das so machen. Jedenfalls, ich habe eine Mod installiert, in dem die Münzen jetzt anders aussehen. Irgendwie münziger. Ja. Das ist nur ein Kosmetikmod, ist aber auch in der Collection drin. Müsste in der Beschreibung zu finden sein. Wenn ich nicht gerade irgendwas verkacke nachher. Also ansonsten in den letzten Videos ist es auf jeden Fall drin. Also schaut gern rein. Nee, gebt mir schon Mühe, das in jeder Folge zu verlinken. Ich meine, es ist nicht schwer. Muss ja eigentlich nur die Beschreibung aus der letzten Folge kopieren und ein paar Dinge abändern. Auch wenn ich das Abändern meistens nicht mache, was das Ganze... Oha, Junge. Explosion, komm schon. Danke. Es wird mir langsam ein wenig zu viel. Aber ich glaube auch mit dem anderen... Da. Mit dem anderen wäre da nicht viel anders gelaufen. Möglicherweise wäre ich da auch einfach nur schon tot. Könnte sein, dass das die einzige Änderung ist. Aber das hier scheint mir ein guter Punkt zu sein, um die fertig mit den Dingern zu sein. Wie heißen sie? Wellen. Ich möchte versuchen, mein Denglisch ein wenig zu reduzieren. Wir nehmen das und wir nehmen ein Damage ab. Besseres Damage ab. Bomber Boy. Werden wir doch gleich mal ausnutzen, indem wir den Secret Room suchen. Will ich dafür in den Curse Room gehen. Ausnahmsweise. So. Schwarzes Herz ist gleich wieder weg, ist sehr schön. Und jetzt können wir noch den Automaten da sprengen, beziehungsweise das Teleskop. Hey, da kriegen wir ein Herz wieder raus, sehr schön. Und meine Chance, dass ich das, dass ich Meat mitnehmen kann, sind drastisch gestiegen. So. Das war's mit dem Duke of Flies. Denn schon immer hat eine gut getimte Bombe den gesamten Kampf, oder nicht gut getimte, sondern gut platzierte Bombe den gesamten Kampf für sich entschieden. Nur ist es jetzt deutlich leichter, die Bombe gut zu platzieren. Bomber Boy und Bobby Bomb sind so zwei Items, bei denen wird das... Sekunde. Wird das mit der Bombe treffen. Deutlich einfacher. Braucht noch ein Tier-Sub irgendwie. Okay, die Box ist jetzt kein großer Verlust. Wäre zwar schön gewesen, weil dadurch hätten wir eine gute Ecke Geld gespart, aber hey. Oh, hey, Geld.
Das hier ist nur für den Deal und da ich keinen Devil Deal mitnehmen will, machen wir Angel Deals. Aber ihr habt recht, es könnte der Brimstone drin sein. Was eine schreckliche Situation, in der wir uns wiederfinden. Gar schröcklich. Ah, naja. Wenigstens ist Envy kein schwerer Gegner. Und der andere, ich weiß nicht mal mehr, wer das war, war es auch nicht. Und ich wüsste gerne, warum zum Teufel ich tiefer spreche in meinen Videos als im Real Life. Verstehe das nicht, wir gucken rein. Da ist Death's Touch. Da ist einfach mal Death's fucking Touch und Maw of the Void. Es tut mir leid. Ich weiß, es war einfach nichts weiter als dumm, aber ich kann doch nicht einfach Nein sagen. So Maw of the Void und fucking Death's Touch. Ja, bin ich denn des Wahnsinns? Ich hätte die Bombe woanders platzieren sollen. Bin ich denn des Wahnsinns? Oh, Bloody Penny. Brauchen wir nur noch Herzen. Ich meine, wir haben jetzt den. Okay, irgendwas ist da gestorben. Brauchen jetzt nur noch Health-Ups. Und irgendwoher müssen wir die doch kriegen. Ha! Ich habe herausgefunden über die Beyblade-Serie, die ich als Kind geguckt habe, dass es nicht nur Beyblade Metal Masters und Metal Fusion gab, sondern auch noch Metal Fury. Und das war eine Revelation. Und auch noch sehr interessant. Ich merke gerade, dass der Name Repentance für dieses DLC schon irgendwie Sinn macht. Weil die Fans waren recht enttäuscht von Afterbirth Plus. Das wird sich schon lohnen. Das wird sich niemals lohnen. Ich meine, das ist die Definition von Discount 2020. Also, ich wüsste nicht, wie sich das lohnen soll. Ja. Ich meine, jetzt mit Bloody Penny können wir unsere Herzen schnell wieder auffüllen, also Problem soll es, glaube ich, nicht sein. Deswegen gehen wir auch da rein. Sehen, dass wir den Devil Deal nicht mitnehmen wollen, aber Sonnhardt. Wollen wir den trotzdem machen? Nee. Gibt kein Geld, also warum? Gibt kein Geld, also wozu? Frage ich euch. Lunch? Hilf mir bei der Entscheidung, Devil Deals wieder mitzunehmen. PhD. Will ich das haben? Aber natürlich will ich das. Nicht hier. Ich würde gern wissen, ob hier der Dingens ist. A, ist er B? Samson's Ball and Chain? Beziehungsweise Samson's Chain? Nicht schlecht. Finde ich. Tiss ab. Mein Damage Multiplier ist mal wieder weg. Na egal. So. Zwar kein richtiger Brim, aber ebenso stark wie der richtige.
Da. Aua. So, komm schon, komm schon, komm schon. Yeah. Wir rasieren. Ohne Rasierer. So wie Chuck Norris. Ich wollte gerade fragen, funktioniert mein Bloody Penny nicht mehr oder was? Ich dachte schon, der wäre kaputt. So, du. Perfekt. Boss. So, und jetzt war's das mit Pond und The Gate. Glaube ich. Ich verwechsel immer noch Megamore und The Gate. Und ich sage immer noch Megamore. M-O-R-E statt Megamore. Schlund. Damokles. Wir nehmen Empty Vessel und Damokles mit. Setzen Damokles aber erst ein, wenn wir in der nächsten Ebene die Itemräume betreten. Was wir aber erst nach der nächsten Ebene machen. Fuck. Dann hätten wir es jetzt schon eingesetzt, würde unser Leben schon auf der Linie liegen. On the line, was auch immer. Auch wenn ich zugeben muss, den Dingensraum würde ich schon gerne betreten. So, und jetzt machen wir das. Hoffen, dass er auszahlt und er zahlt aus. Damage up. Perfekt. Ich überlege mal noch. So. Ich und mein Lagerleiter wollten jetzt eigentlich schon letzte Woche zusammen einen Döner essen gehen, weil ihm den Ort zeigen will, wo ich Döner esse, weil er sucht einen neuen vernünftigen Dönerort. Oder Dönerverkäufer oder wie auch immer. Aber das hatten wir jetzt auf morgen verschoben, also Montag. Aber ratet mal, wer Urlaub macht. Genau, der Dönermann. Ach ja. Ach ja. Ach so, und mit nach der Ebene meine ich übrigens auch nach den Bossen. Es beinhaltet Envies. Und Chats. Und zwar gleich drei. Naja. Haben wir. Dann nehme ich Health Up. Health Up und dann mache ich den Boss. Und wie gesagt, mache ich erst die gesamte Ebene, bevor ich Damokles einsetzt. Beinhaltet den Raum hier. Cambion Conception. Ui. Und auch den Raum hier. Okay, das heißt für mich kein Dingens. So. Und jetzt. Hier ist ein Health-Up mit. Stimmt. Wir können ja beide nehmen. Oiled Baby, klar, und E. coli.
So, sollten wir jetzt Damage nehmen, fängt ein unsichtbarer Timer an. Dieser unsichtbare Timer lässt Damokles schwingen und alles. Wenn Damokles anfängt zu schwingen, wird jeder Frame oder so die Chance erhöht, dass ich einfach so getötet werde. Das kann man mit, ich glaube, How to Jump tatsächlich negieren. Also How to Jump ist einfach mal nützlich dabei. Wer könnte sich das bloß ausdenken? Ja, wenn du extra Leben hast, ist das auch egal. Weil dann brauchst du dich ja nicht um etwas kümmern, was, ja, dich sowieso nicht umbringt. Wisst ihr? Muss nur jetzt deutlich vorsichtiger sein. Und weniger mit More of the Void arbeiten als mit dem Rest. Ja, Brimstone-Geister. Brimstone-Geister, warum müssen es die Brimstone-Geister sein? Die Brimstone... Nicht die Brimstone, die... Das More of the Void wird nur verwendet, wenn die Gegner sowieso schon da sind. So. Oder bei solchen Gegnern. Och nee. Ja, und jetzt hat unser Timer angefangen. Hat nicht mal eine ganze Ebene gedauert. Geilo, geilo. Warum mache ich jetzt eigentlich den Greedier Mode mit dem? Ich wollte eigentlich Dingens freischalten. Tainted Jacob, nicht Jason. Komm ich auf Jason. Okay, Jacob ist nah genug dran. So. Wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren. Denn es wird langsam immer wahrscheinlicher, dass wir einfach so sterben. Wäre natürlich super, wenn ich jetzt Guppies, Dead Cat im Deal finden würde. Aber da kann ich ja nicht viel Einfluss drauf nehmen, ne? Mein Einfluss darauf ist unfassbar begrenzt. Ach, Mann. Das ist eine Scheiße. Nimm einfach Zeug mit. Ach, Mann. Mini-Pilz. Keine Sorge, da wird jetzt nichts erhöht, nur weil ich mehr Damage nehmen, das Wichtige ist, wenn die... Stimmt, ich habe keinen Schlüssel. Wenn die... Fungi. Wenn ich das erstmal Damage nehme. Das ist das einzige Relevante. Dafür zumindest. Stimmt. Gucken wir mal nach Secret Room. Gefunden. Irrelevant. Und weiter. Jungs. Hallo, ich habe nicht ewig Zeit. Mann. Dass die auch immer so Zeit verschwenden müssen, ne? Ich will das nämlich nicht unbedingt als Dark Judas abschließen.
Eigentlich würde ich das schon sehr gerne als Esau oder Jacob und Esau abschließen. Wenn ich ganz ehrlich mit euch sein will. Und das bin ich doch immer. Das will ich doch immer sein. Bin vielleicht jetzt ein bisschen zu hektisch. Für den ganzen Kram. Ach, naja. Wenigstens ist der noch so leicht zu besiegen wie am Tag 1 des Runs. Mit Tag 1 meine ich, sobald, als wir ihn das letzte Mal bekämpft haben. Irgendeine Unverwundbarkeit hat sich aktiviert, Virgo. So. Machen wir gleich den Die. Hi. Ich weiß nicht, wer das war, aber er war hilfreich. Oh, hi. Wow. Was ist das überhaupt? Chance for Black Poop to spawn. Destroying Black Poop has a chance. Ich weiß nicht mal, was das heißt. Deswegen. Lucky Penny brauche ich erstaunlich wenig. Nicht Lucky Penny, Lucky Foot. Sprinkler. Ach nee, ich habe kein Geld mehr. Scheiße. Ach, Mann. Aber der Sprinkler wird auf jeden Fall weiterhelfen. Wird mich nicht durch den Run carryen. Bestimmt nicht. Aber wird mir auf jeden Fall dabei helfen. Wieso bin ich so schnell? Wird mir auf jeden Fall dabei helfen, mehr Tränen abzuschießen. So. Einen guten Teil davon, von den Münzen, die er... Junge! Ein guter Teil von den Münzen, die er gespawnt hat, gleich entfernt. Meistens... Ich bin auch gar nicht sicher, warum mir das jetzt wieder einfällt. Kommt Damokles erst nach 20 Minuten richtig runter. Die Chance besteht aber, dass es noch früher passiert. Da ist nichts ausgeschlossen. Mann. Hier liegt zu viel Geld rum. Hier liegt viel zu viel Geld rum. Den muss ich mitnehmen. Wo ist das Herz hin? Da lag doch eben noch ein halbes Herz, Mann. Ach ja, Junge. Oh hey, Lil Abaddon. Oder war das Lil Abaddon? Ich kann euch so nur sagen, dass ich weiß, was er im Maw of the Void macht. Genauso wie sein großer Bruder. Ja, wir haben ein Problem. Kann ich sagen, mit Judas brauche ich den nicht mehr besiegen. Und mit Judas werde ich den auch nicht mehr besiegen. Wir haben jetzt doppelt so viel Damage, aber was bringt mir das? Ich habe mit ihm schon was ich freischalten konnte. Und deshalb sage ich, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke bimmeln. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaut euch gerne auf meinem Kanal um. Bis dann und ciao.